Hi Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Heute endlich meine neuen Felgen und meine neuen Reifen, auf die ich jetzt fast 3 Monate gewartet habe. Warum und wieso das so lange gedauert hat und alle Details gibt's gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Ja Leute, heute geht's mal nicht mit dem hier, sondern mit einem anderen Bulli, der kommt gleich in die Pfalz, einen Satz Felgen besorgen. Die original 17 Zoll Stahlfelgen, die möchte ich mir nämlich Pulver beschichten lassen. Und ja, deswegen will ich jetzt kaufen. Viel Spaß dabei. Wie bereits gesagt, geht es heute um meine neuen Räder, weil der Winter naht, oder eigentlich ist er schon da. Es hat ja schon geschneit und letzte Nacht war auch richtig extrem gefroren. War eine schöne Schlitterpartie, aber die Reifen sind gut, kann ich jetzt schon bestätigen. Und zwar habe ich mir die original Multivan Stahlfelgen von VW besorgt, in einem gebrauchten, einigermaßen guten Zustand. Die war ich auch vor einiger Zeit dann schon abholen mit meinem Kumpel Sascha, der den grünen Bus hat, den ihr schon ein paar Mal gesehen habt. Und er hat sich auch einen Satz gekauft und wir haben uns die in einer hier nicht weit entfernten Werkstatt von der Lebenshilfe Pulver beschichten lassen. Das hat leider alles ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil ursprünglich hieß es 2 bis 3 Wochen. Nach 5 Wochen oder sowas habe ich dann mal angerufen, dann hieß es, ja nee, sie haben so viele Aufträge und sie wissen nicht wann und wie und warum und keine Ahnung. Und dann habe ich wieder mal zur Feder gegriffen, denn wir wissen ja, die Feder ist mächtiger als das Schwert und habe eine entsprechende Beschwerde an die Stellen bei der Lebenshilfe geschrieben. Und ja, leider hat sich das ein bisschen überschnitten dann. War ein bisschen schade, dass es so gelaufen ist, aber ich muss trotzdem sagen, für das, was das gekostet hat, war das unschlagbar. Und die Arbeit ist sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der Typ, der sich überall beschwert und sowas. Manchmal muss es leider sein. Aber ich muss dieser Werkstatt hochhalten. Sie haben eine gute Arbeit geleistet. Schlussendlich hat es sehr, sehr gut geklappt. Und es wird sicher auch nicht der letzte Auftrag gewesen sein, den die von mir bekommen haben. Weil, wie gesagt, für diesen Preis und auch für diese Qualität ist das vollkommen in Ordnung. Könnt ihr euch das ja gleich mal selbst angucken. Die beschichten sämtliche RAL-Farbtöne. Und ich habe mich für Creme-Weiß entschieden. Also nicht so ganz helles Weiß, sondern so ein bisschen gelblicheres Weiß. Wobei das auf dem Auto eigentlich kaum noch sichtbar ist, dass das nicht normales, neutrales Weiß ist. Aber das passt, denke ich, ganz gut, zumal ich damit auch noch ein bisschen was in Retro-Bereich vorhabe. Das zeige ich euch nachher, aber jetzt gucken wir uns erstmal die Felgen an. Ja, wie ihr seht, oder keine Ahnung, ist ja natürlich Geschmackssache, aber ich finde es jedenfalls sehr, sehr geil. Ich finde einfach, dass auch diese Stahlfelgen super gut zu dem Bulli passen. Also ich bin ohnehin kein Fan von jetzt riesig dicken Schlappen auf diesem Auto, weil das einfach, ja, das ist einfach kein Sportwagen. Und also ich mag auch nicht so diese tiefer, breiter und sowas. Also das hier finde ich genau richtig, das passt super.
Und ich finde dieses Rad mit diesen dreieckigen Löchern auch einfach wunderschön. Also mir hat das auf meinem letzten Bulli schon sehr, sehr gut gefallen. Da war das auch schon drauf. Da hatte ich allerdings noch einen Satz Aluminiumfelgen dazu, für ja, die ich dann halt gefahren habe mit Ganzjahresbereifung. Allerdings habe ich mittlerweile in den letzten Jahren ja mehrere Autos gehabt und eigentlich hat sich bei mir jetzt so gezeigt, dass ich mit ganzjährig Winterreifen eigentlich am besten fahre. Wahrscheinlich kommt es auch auf die Bereifung an, das weiß ich nicht. Da scheiden sich ja mittlerweile tatsächlich die Geister, ob das denn tatsächlich, ob ein Winterreifen im Sommer tatsächlich so schlecht ist oder nicht. Ich habe da schon einige Tests gesehen und in ganz, ganz vielen Tests haben insbesondere die guten Reifen, die guten Winterreifen im Sommer nicht schlechter abgeschnitten als jetzt auch die Sommerreifen und die fahren sich eigentlich auch nicht mehr ab, zumal ich ohnehin ja nicht so diese immense Laufleistung habe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, alle 5 Jahre oder alle 3 Jahre meinetwegen neuen Satz Reifen brauche, das ist auch kein Drama. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich bei noch keinem Auto mehrere Satz Reifen am Stück verfahren, außer ich habe es schon gekauft mit abgefahrenen Reifen, weil ich die Autos in der Regel nicht so lange hatte. Bei diesem Bus soll es ja jetzt anders werden, wobei man das natürlich auch nicht weiß. Werden wir einfach sehen. Ich finde es jetzt jedenfalls so, wie es ist, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und vor allem habe ich mir jetzt auch mal, habt ihr vielleicht schon gesehen, Reifen der Marke Nokian gekauft. Das will ich schon seit Jahren machen, immer bei irgendwas anderes. Entweder war noch ein anderer Satz Winterreifen dabei oder es war ein Ganzjahresreifen drauf oder sowas. Oder die waren noch so gut, dass ich eben das Geld nicht investieren wollte, um neue zu kaufen, sagen wir mal so. Und dass ich es jetzt gerade angeboten hat, habe ich mich jetzt entschieden. Und zwar in diesem Fall für die WR SUV 3. Die haben wahnsinnig gut abgeschnitten, ist der einzige Winterreifen, der mit Energielabel AA zu bekommen ist. Zwar nicht in dieser Größe, aber das macht auch nichts. Ich kann jetzt nach diesem, ich habe jetzt erst 2 Tage drauf, aber ich kann jetzt schon sagen, es war jetzt heute Nacht richtig glatt gefroren. Und mit dem Rollstuhl bin ich auf der Straße rumgeschlittert ohne Ende. Mit dem Bus hast du gar nicht gemerkt, dass es glatt ist. Also die Reifen sind wahnsinnig gut. Und ich denke, das war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Die waren auch gar nicht so teuer. Also hat jetzt ein Reifen, glaube ich, 120 Euro gekostet. Für die Gebrauchtfelgen haben wir, ich glaube, 25 Euro das Stück gezahlt. Ach, und das Pulverbeschichten, das ist ja für die meisten von euch vielleicht ganz interessant, kostet bei der Lebenshilfewerkstatt, zumindest hier bei der in Püttlingen. Wer da einen Kontakt braucht, kann mich gerne anschreiben. 102 Euro für den gesamten Satz. Und zwar setze ich das bei denen wie folgt zusammen. Die haben eine Staffelung für solche Privatkunden, wie wir sie jetzt halt sind. Gerade bei Felgen, da kostet jedes Zoll 1,50 Euro. Das heißt, wenn ihr 17 Zoll habt, halt 17 mal 1,50 für einen Felgen, das mal 4 ist dann der ganze Satz. Und so kann man sich halt für jeden Satz ausnehmen. Also ich fand, das war unschlagbar günstig. Also 102 Euro, jetzt wie gesagt, von diesen paar Problemchen da mal abgesehen. Das war jetzt halt nur ein bisschen blöd, weil es jetzt gerade in dieser Saison war, weil ja wir als wir die da hingebracht haben, das war im September ja schon dann, glaube ich. Ja genau, das war im September schon und da dachte ja kein Mensch dran, dass das so lange dauert, bis es denn jetzt wirklich kritisch wird mit den Winterreifen. Aber gut, das hat jetzt alles noch geklappt. Reifen haben wir uns dann halt, wie gesagt, separat besorgt. Und ihr habt im Einspieler jetzt auch die Montage gesehen. Das war jetzt nicht auf meinem Bus, das waren dann die Reifen für Saschas grünen Bus. Der hat, wie ihr seht, auch nicht diese normal, in Anführungszeichen, normale Bereifung drauf gemacht, sondern da haben wir BF Goodrich All-Terrain KO2 oder KO3, ich weiß nicht mehr, genommen. Weil das ja auch ein 4Motion ist und der würde den ganz gerne mal auch im Gelände ein bisschen ausspielen. Zumal auch diese Bereifung bei ihm, ich habe jetzt 235, 55, 17 drauf gemacht. Er hat, glaube ich, 225, 65, 17 oder was. Also da kommt der Bus auch ein kleines bisschen höher. Das war gerade die Grenze dessen, was ohne Tachoangleichung machbar war. Schauen wir mal. Sieht auch gut aus, würde mir jetzt hier nicht gefallen, insbesondere auch wegen der zu erwartenden Nachteile, was die Fahrleistung angeht. Allerdings ist es bei ihm ja auch mehr so ein Zweitwagen. Bei mir ist das ja halt das generelle Fahrzeug. Warten wir es mal ab. Da wird bestimmt auch noch das ein oder andere Video im Gelände folgen. Bin ich fast überzeugt davon. Gut, aber kommen wir nochmal zurück zu meinem Bus. Und zwar habe ich ja schon angedeutet, dass hier auch nochmal so ein bisschen Retro-Elemente dazukommen sollen. Jetzt im Moment sind ja hier diese originalen Kappen, die zu den Felgen gehören. Und zwar auch die mit diesem Aluminium-Emblem, wie sie beim Multivan halt drauf sind. Die gibt es ja auch noch nur schwarz aus Plastik halt. Hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, zumal ich die hier auch ganz günstig bekommen habe. Und das sieht schon ganz gut aus. Allerdings stelle ich mir da auch noch ein bisschen was anderes vor. Und zwar
hätte ich gerne Mooncaps drauf. Ich habe schon mehrere Bilder gesehen aus England. Meistens sind die, wo Leute sich halt insbesondere dieses Felgen teilweise verbreitert, teilweise im Originalzustand mit Originalkäfer Porsche Mooncaps halt versehen haben. Jetzt ist da die kleine Hürde. Um die halt richtig zu montieren, müsste man eigentlich in dieses Originalfelgen Löcher bohren. Das machen die meisten auch, um diese Originalhalteclips reinzumachen. Ich habe auch mit meinem befreundeten TÜV-Ingenieur gesprochen, der meinte eigentlich, das wäre kein großes Problem, aber man weiß ja nicht und hin und her. Also ich möchte ungern in ein so tragendes Teil wie in Felgen einfach irgendwelche Löcher bohren oder bohren lassen, auch wenn 100 Leute sagen, das ist in Ordnung, das ist nicht mein Ding. Deswegen überlegen wir jetzt momentan gerade, wie wir diese Kappen anders befestigen können. Sascha hat auch einen Satz. Und die wahrscheinlichste Lösung werden jetzt wahrscheinlich Neodym-Magnete sein. Das werden wir mal gucken, ob das hält an diesen Felgen und an den Kappen. Und muss ja auch so fest sein, dass sie nicht wegfliegen. Ich weiß es nicht, ich bin mir da noch nicht so ganz 100% sicher. Das werden wir jetzt mal wahrscheinlich im Winter oder im Frühjahr gucken, ob das irgendwie möglich ist, weil die Chromkappen kommen natürlich auch nur im Sommer drauf, weil es wäre jetzt Mist, die bei Salz und Schnee zu fahren, dann sind die im nächsten Jahr total kaputt. Von daher passt das halt schon mit diesen Plastikkappen, die sind für den Winter gut und im Sommer kommen dann die anderen. Was ich auch schon überlegt habe, vielleicht eine zentral angeschweißte Gewindeschraube, die dann in diesen Kunststoffdeckel geht und zusammen mit dem Kunststoffdeckel hält, weiß ich noch nicht. Wenn jemand von euch eine Idee hat, gerne her damit. Ich bin momentan ein bisschen ratlos. Ich zeige euch aber jetzt mal ein bisschen, wie das aussehen könnte. Ich finde es cool mit dieser riesigen Silberkugel da drauf. Ist natürlich ein bisschen pflegebedürftig, klar. Deswegen halt auch nur für den Sommer. Und ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja gerne auch mal eure Meinung schreiben, was ihr davon haltet, wie euch das gefällt. Und wie gesagt, gerne Ideen, wenn ihr eine super Idee habt, wie man das befestigen kann, ohne an dem Felgen irgendwas zu bohren, schrauben oder was auch immer. Das wäre jetzt gerade mal so, nur provisorisch mit doppelseitigem Klebeband natürlich, klar. Ja, das war's auf jeden Fall wieder mal für heute. Schreibt mir, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu, was ihr davon haltet. Oder gerne auch mal, was ihr zu dieser Felgenfrage sagt. Ob ihr die zu klein findet, ob ihr doch lieber dicke, fette alles habt, wie auch immer. Und lasst mir gerne einen Daumen da und wenn ihr noch nicht habt, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.